Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Schön, dass Sie heute dabei sind. Dankeschön. Vielen Dank für den netten Empfang. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Wie geht es uns? Wie geht es diesem Land? Die Frage wird erlaubt sein. Schließlich werden wir seit einem halben Jahr so gut wie nicht mehr regiert. Und? Ist die Anarchie ausgebrochen? Nein. Ist die Wirtschaft zusammengebrochen? Nein. Nur die FDP. Kann es sein, dass Regieren bei uns überschätzt wird? Das Jahr geht zu Ende, hat aber fair fragt nach. Wer sind die wahren politischen Gewinner, wer die Verlierer? Und was bedeutet das für die Bürger? Wer steht künftig auf der Gewinnerseite, wer auf der Verliererseite, wenn die Große Koalition loslegt? Hart aber fair mit diesen leidenschaftlichen Diskutanten. Wilfried Scharnagel, für den langjährigen Chef des Bayern-Kurier und CSU-Vordenker steht fest, die FDP hat sich die Niederlage des Jahres redlich verdient. Der große Gewinner ist für mich eindeutig die CSU. Und die CDU? Die besteht doch eigentlich nur noch aus Angela Merkel. Henrik M. Broder, der Weltjournalist und Buchautor, warnt, Deutschland ist mit Union und SPD auf dem Weg in die soziale Gleichmacherei, bei der Freiheit nichts mehr zählt. Große Koalition unter Merkel ist wie DDR, nur mit mehr Wohlstand und ohne Knast und Unterdrückung. Bascha Mika, die Autorin und ehemalige Taz-Chefredakteurin, bekennt, ich habe mich richtig gefreut, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Bei denen hieß liberal doch nur wirtschaftsliberal und der Rest war Brüderle. Christian Lindner, der neu gewählte FDP-Chef, verspricht, wir kommen zurück mit völlig neuer Führung und neuen Inhalten. Denn wie wichtig eine liberale Stimme in Deutschland ist, zeigt doch der Blick in den Koalitionsvertrag. Dort hat die SPD die Wahl am Ende doch noch gewonnen. Karl Lauterbach, der SPD-Politiker, hat den Koalitionsvertrag mitverhandelt und sagt, wir waren über die schwache CDU selber überrascht und können sehr zufrieden sein. Wenn da nur nicht die ganzen unsinnigen Ideen aus Bayern wären. Ich möchte anfangen mit einer Zuschauermail, die in der Temperatur für viele steht. Dieter Großjohann hat geschrieben, wie kann man nur Christian Lindner einladen und einer Partei, die jetzt unter Sonstige läuft, ein derartiges Forum geben? Ich werde mir diesen Quatsch nicht ansehen. Herr Lindner, warum sollte Herr Großjohann dranbleiben? Ich hoffe, Ihnen fällt was Schlaues ein, auch im Dienst der Sendung. Ja, ich glaube, dass auch Ihr Zuschauer Interesse an einem Meinungsspektrum in Deutschland haben sollte. Und wenn wir im Deutschen Bundestag jetzt erleben, dass es nur noch eine politische Richtung gibt, nämlich eine, die sich zuerst auf den Staat orientiert und es eben keine Stimme mehr gibt, die zu Maß und Mitte anhält, die zuerst einmal den Bürgern ihrer Freiheit und ihrer Eigenverantwortung vertraut, dann finde ich, ob man das nun teilt oder nicht, da fehlt unserem Land etwas, da ist das Meinungsspektrum schmaler geworden. Gerade liefen die Bilder vom Wochenende. Sie sind der große Vorsitzende einer sehr kleinen Partei im Moment, jedenfalls auf Bundesebene, 79%. Wir reden heute über Gewinner und Verlierer 2013. Herr Broder, der Mann, der neben Ihnen sitzt, ist der ein Gewinner oder Verlierer? Naja, er könnte noch ein Gewinner werden, wenn er diese Verlustpartie zu seinem Vorteil gestaltet. Und im Moment ist er zumindest rhetorisch dabei. Auf alle Fälle hat die FDP jetzt nach der vertanen Wahl so einen Mitleidsbonus. Und das sehe ich nicht ein. Ich habe mich nicht richtig gefreut darüber, dass sie abgeschmiert ist. Ich hätte viel lieber die Linkspartei draußen gesehen und dann gleich auch nur die Grünen dazu. Ihnen hätte ich so einen Einzug gegönnt mit 5,1%. Damit wären ihre Grenzen klar beschrieben gewesen. Aber dieses Gejammer, das finde ich einfach albern. Parteien kommen, Parteien gehen. Das ist wie in der Technik. Niemand schreibt mehr auf eine Schreibmaschine. Leute verwenden Laptops. Und wahrscheinlich entspricht die FDP, so wie sie war, nicht dem Zeitgeist. Und sie hat ein paar Jahre ihre Chance. Und wenn sie es jetzt noch mal packen in 4 Jahren, prima. Aber dann tun und nicht reden. Sind Sie selbst, wie sehen Sie sich, ein Gewinner oder Verlierer? Naja, also die Frage würden Sie einem Feuerwehrmann, der einen Brand löschen muss, nicht stellen.
ob der jetzt ein Gewinner ist, wenn er am Brandherd mit seinem Schlauch steht. Ob der Dann frage ich mal aus der Perspektive des Hauses. Sind Sie ein Gewinn für die FDP? Ja. Also wir haben einen guten Parteitag gehabt, der sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet hat, dass wir eine sehr nüchterne, sehr ehrliche, sehr selbstkritische Debatte geführt haben. Und nach so einer Niederlage kann eine Partei doch nur dann ihre Selbstachtung wiedergewinnen, wenn sie auch in aller Offenheit über das, was ihr nicht gelungen ist, spricht. Das ist auch eine Art Reinigung. Das ist gelungen und wir haben dann ein neues Team aufgestellt. Und ich glaube, dass wir jetzt sagen können, ein Fundament gelegt zu haben, auf dem wir jetzt in den nächsten Jahren aufbauen können. Frau Mika, die FDP ist nach der Niederlage mit Häme überschüttet worden. Wir haben das heute auch gemerkt. Wirkliche Hassmails. Also ich habe da noch eine nette vorgelesen. Ja, aber Herr Plasberg, auch Sie müssen auf der anderen Seite vielleicht auch eins sagen, weil Sie es nur so sagen, es gibt nur Häme und Hass. 60% der Deutschen haben im ARD Deutschland-Trend in der letzten Woche gesagt, sie wünschen sich eigentlich, dass es eine Partei wie die FDP gibt. Und das ist doch ein deutliches Signal. Hätten Sie mal wählen sollen, die 60%. Ja, ja, aber das zeigt immer Potenzial. Frau Mika, ich hätte mal beinahe eine Affäre mit Marilyn Monroe gehabt, aber ich habe sie leider nicht kennengelernt. 60%. Ja. Frau Mika, ich hätte es Ihnen gegönnt. Ich dachte, ja, ich mir auch. Ich mir auch. Sie sind zu klein, Herr Bruder. Ihr wärt es nicht zu gönnt. Frau Mika, die FDP, ich sage es noch mal, ist mit Häme überschüttet worden nach einer Niederlage. Und dieses Gefühl, das haben wir im Gespräch, das haben wir Sie auch vorgestellt mit Ihnen, das haben wir erfahren, dieses Gefühl der Häme ist Ihnen auch nicht ganz fremd. Warum nicht? Nö, das hat mit Häme überhaupt nichts zu tun, sondern das hat einfach... Weder noch. Ich meine, Sie müssen nicht immer mit so negativen Begriffen operieren, Herr Plasberg. Sehen Sie es doch mal positiv. Kritik vielleicht? Also, die FDP... Konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik. Die FDP hat so viel Mist gemacht in der Regierung, dass es einfach nur politisch völlig korrekt war, sie abzuwählen. Und das hat auch mit Schadenfreude nichts zu tun. Jemand, der seinen Job nicht macht, der verdient diesen Job nicht mehr. So einfach ist es. Naja, so schlecht kann die Regierungsbilanz nicht gewesen sein, weil Union und FDP zusammen ja noch eine Mehrheit gehabt hätten. Wir wollen jetzt die Regierungsbilanz, glaube ich, das ist jetzt was für die Geschichtsbücher. Aber kann man ja trotzdem einfach nüchtern bilanzieren. Herr Lindner, erstmal herzlichen Glückwunsch. Gestern haben Sie gewonnen. Und das ist doch schon mal großartig. So Gewinner für einen Tag ist ja besser als nichts. Und den Rest schauen wir mal. Bei dem Neuanfang, Sie reden von Geschichte aufarbeiten, gehört ja auch sich zu fragen, woher kommt das? Warum haben Menschen reflexartig, einige, nicht alle, viele, so ein Verhältnis zur FDP? Wie oft haben Sie sich eigentlich für Ihre Partei, sagen wir mal, in den letzten 3-4 Jahren geschämt? Ich war nicht mit allem einverstanden. Spätrömische Dekadenz? Ja, das sind die Punkte, die ja auch abgelenkt haben von dem, was in der Sache gut Anschlussverwendung. Gelungen ist. Ja, interessanterweise sprechen Sie jetzt vor allen Dingen über Kommunikation, über Worte und nicht über Taten. Das scheint tatsächlich ein Problem gewesen zu sein. Die Politik, die erste Waffe. Lassen Sie mich den Punkt doch machen. Ich will Ihnen ja recht geben. Das scheint ja, wenn Sie es auch so ansprechen und so hervorheben, ein Kernproblem gewesen zu sein, dass die FDP in der Art ihres Auftretens nicht in der Lage war, für die Werte, für die sie eigentlich steht, auch positiv zu wirken. Und dass im Grunde wir einen ganz falschen, gegenteiligen Eindruck erweckt haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Es ist ja völlig klar, dass eine Partei der Marktwirtschaft die Menschen vor Bürokratie und auch vor Belastungen schützen will. Nur, Marktwirtschaft heißt auf der anderen Seite aber eben auch, und das haben wir nicht deutlich genug gemacht, dass der Staat als Schiedsrichter die Wirtschaft ordnen muss. Dass er also eingreifen muss, wenn Banken, wie jetzt gerade geschehen, Millionen Kunden bei den Zinsen und bei den Devisenkursen prellen. Herr Lindner, ich höre Ihrer Rhetorik gerne zu. Die Formulierung haben wir nicht deutlich gemacht, könnte aber auch verbrämen, dass Sie es vielleicht erst mal gar nicht wollten. Und als Sie gemerkt haben, dass der Zug in die andere Richtung läuft, dann war es dann ein bisschen spät. Sie haben sicher noch Gelegenheit, gleich das auch zu verteidigen. Herr Scharnagel, Sie und Herr Strauß, Sie haben immer versucht, die FDP unter 5% zu drücken. Sie haben es eine späte Genugtuung jetzt. Da ist wieder ein Stück dieser Genugtuung. Nein, das ist nicht so groß. Ich glaube, was ich glaube, aber Gründe, was Strauß und Sie nicht geschafft haben, wer hat es denn jetzt geschafft? Es haben die Wähler geschafft, aus vielen der Gründen. Und ich glaube, Herr Lindner, in aller Offenheit, wie ich es sehe, ich glaube, dass ein großer Teil Ihrer Niederlage darin begründet ist, wie Sie parteiintern mit Ihren Leuten umgegangen sind. Ich muss Ihnen sagen, gut, Westerwelle wird weggeputscht. Dann kommt Herr Rösler
Und mit Rösler wird in einer geradezu infamen Weise umgegangen. Herr Brüderle spricht von deutschen Eichen, die man bräuchte, und nicht von schwankenden Bambus. Boing. Herr Niebler ruft zum offenen Putsch auf und Sie gehen von der Fahne, lassen ihn als Generalsekretär im Stich. So kann man einen Parteivorsitzenden auch nicht behandeln. Insofern sind Sie ja auch ein Teil der alten FDP, wiewohl wunderbar jung an Jahren. Das muss man schon sagen. Aber Herr Scharnagel, schauen Sie mal, jeder von uns hat Verantwortung übernommen für diese Wahlniederlage. Ja. Ich glaube, dass ein Kernproblem der Niederlage bereits im Koalitionsvertrag von 2009 angelegt war. Den hat ein Parteitag beschlossen, ich damit auch. Aber dass Sie mir meinen Rücktritt als Generalsekretär vorwerfen. Schauen Sie mal, ich habe damals festgestellt, dass die Zusammenarbeit mit Herrn Rösler sich nicht so entwickelt hat, wie wir uns das beide erhofft haben. Und dann habe ich einen Dienstwagen abgegeben, Verantwortung übernommen. Die Entscheidung zu bleiben, die wäre leichter gewesen, als zu gehen und über Details zu schweigen im Interesse der Partei. Das können Sie mir glauben. Das war die Replik auf Herrn Scharnagel. Sie haben eben einen Satz gesagt, wir haben alle gemeinsam Verantwortung übernommen. Ich möchte Ihnen was zeigen, da können Sie gerne sagen, ihr spinnt. Uns ist es aber aufgefallen und ist auch eine Parallele aufgefallen über die Art und Weise, wie Sie Verantwortung übernommen haben am Wahlabend. Schauen Sie mal genau hin. Die Verlierer übernehmen am Wahlabend Verantwortung. Rainer Brüderle und Philipp Rösler. Auf Abstand unser Gast Christian Lindner. Distanz zum Verlierer. Das hat uns an etwas erinnert. Christian Wulff tritt als Bundespräsident zurück, auf Abstand seine Frau Bettina. In ihrem Buch beschreibt Bettina Wulff die Situation später so. Ganz bewusst aber stellte ich mich ein Stück weit entfernt von Christian, um so zu zeigen, ich bin eine eigenständige, selbstständige Frau. Herr Lindner, werden Sie in Ihren Memoiren die Szene am Wahlabend später ähnlich beschreiben? Ganz bewusst aber stellte ich mich ein Stück weit entfernt von Philipp, um so zu zeigen, ich bin ein eigenständiger, selbstständiger Liberaler. Herr Lindner, wie interpretieren Sie diese Aufstellung? Nee, jetzt muss ich Sie wirklich mal bitten. Also solche Oberflächlichkeiten, Sie zeigen auch nur einen Ausschnitt, auf dem überhaupt gar nicht deutlich wird, dass neben mir noch drei weitere stehen, weil da eine ganze Bühne ist. Wir sprechen überhaupt gar nicht mehr über Werte in der Politik hier. Wir sprechen überhaupt gar nicht mehr über die Fragen, die unser Land bewegen, sondern nur über solche Oberflächlichkeiten. Da muss ich mich wirklich wundern. Es geht darum, dass eine Partei eine harte Niederlage erfahren hat. Dafür hat die Partei jetzt Verantwortung übernommen auf einem Parteitag. Sie hat sich eine neue Führung gegeben. Und diese neue Führung wird jetzt in den nächsten Jahren dafür arbeiten, dass die Idee, die richtig ist, die auch die Politik in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend und zum Positiven mitgeprägt hat, dass die wieder Respekt bekommt. Und da helfen solche Oberflächlichkeiten hier gar nicht. Und das wird dem Ernst der Lage auch nicht gerecht. Ich glaube, damit wird ein Stück auch unsere politische Diskussion in Deutschland auf Entertainment-Niveau gebracht. Es wird auf das Niveau... wird auf das Niveau der politischen Taktik gebracht. Herr Scharnagel hat das gerade mal angesprochen. Nein, wir sind immer noch in der ARD. Nee, das war schon fies, da hat er recht. Das war schon fies? Ja. Sind Sie der Oberschiedsrichter? Nein, das nicht. Aber ich will auch nicht Ihre Rolle hier übernehmen. Nein, aber ich will auch nicht die FDP verteidigen. So, ich wirklich. Na, aber so tief will ich gar nicht sinken, das geht gar nicht. Nein, aber das war fies, weil, verstehen Sie, wenn er, sagen wir, sich so an Rösler reingeschmiegt hätte, hätten Sie daraus eine Geschichte gemacht. Er wollte ihn trösten. Also in der Lage hat der Mann hier nur zwei Möglichkeiten. Er kann es falsch oder verkehrt machen. Und Sie würden ihn für alles festnageln, was er gemacht hat. Die Frage ist, ob er sich gestern angesprochen gefühlt hat. Das warme Applaus für die FDP. Ob Sie sich gestern die Leute merken, irgendwann ist auch mal gut. Wenn jemand geschlagen ist wie die FDP, dann finde ich, gehört es auch irgendwo zur Fairness dazu, dass man sagt, so, die haben jetzt aber auch das Recht, ihre Fehler aufzuarbeiten und sich neu aufzubauen. Ja, dazu gehört ja auch die Frage eben, das ist von drüben auch gekommen, wie man eben untereinander umgeht. Das hat offenbar zu einem Abstoßungseffekt geführt. Und auf der Suche danach, wo sind die Belege? Das sind Zitate gewesen von Brüderle. Es ist eben auch, das hat der Scharnagel gesagt, Ihr Abgang als Generalsekretär gewesen. Sind wir eben auf diese Szene gestoßen? Wir haben sie ausgetauscht. Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, was würden Sie sich denn wünschen, sollte sich im Umgang der FDP-Spitze untereinander, der neuen Spitze, dramatisch ändern im Vergleich zur alten?
Naja, die FDP besteht nicht nur aus einer Spitze, sie besteht aus 57.000 Mitgliedern. Und die müssen jetzt verstehen, dass es darum geht, dass nicht der Einzelne noch Interessen hat in der Partei und irgendwelche Karriereziele hat. Es gibt bei uns keine Karrieren gegenwärtig zu machen, sondern jetzt geht es darum, den Laden insgesamt gut aufzustellen und dafür zu sorgen, dass wir mit Inhalten überzeugen. Und da ist kein Platz mehr für Persönlichkeiten, die vor allen Dingen nur ihre eigenen Ziele im Blick haben. Wir können jetzt nur gemeinsam erfolgreich sein. Und dieser Parteitag, den wir hatten, mit dieser sehr harten Aussprache. Ich kann nicht erkennen, dass es so etwas Vergleichbares bei anderen Parteien in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gegeben hat. Sie sind ja auch nicht aus dem Bundestag gewählt worden. Eben, also, ja, die Grünen auch schon mal. Also es hat etwas Vergleichbares nach meiner Erinnerung nicht gegeben. Und das ist, wie ich finde, der erste Schritt zu neuer Glaubwürdigkeit, dass man im eigenen Umgang miteinander und auch in der Verantwortung, die wir getragen haben, dass man da Klarheit schafft. Herr Lindner, eine Sache würde mich schon interessieren. Also wenn Sie jetzt nach vorne schauen, die Botschaften, was ist an den Botschaften denn eigentlich neu? Also was ich mitbekommen habe, ist Markt und Leistung, das kennen wir von der FDP. Aber wenn Sie sagen, wir müssen uns aus dem Jammertal befreien und wir wollen nach vorne blicken, dann muss ja noch irgendetwas dazukommen, was nicht einfach nur alte FDP ist. Und ich finde ja, das ist jetzt ein Friedensangebot, ja. Ich finde ja eine liberale Partei großartig im Bundestag, nur nicht so, wie die FDP aufgestellt war, weil sie war keine liberale Partei mehr oder in diesem Sinne völlig verengt. Also was ist denn das Neue an dem liberalen Gut, was Sie uns Herr in den Lindner, letzten darf ich Jahren... Geben, ja. Darüber noch kurz nachzudenken, vielleicht hilft Ihnen Herr Lauterbach. Was kann Herr Lindner besser als Philipp Rösler? Also ich glaube, dass er sich besser verkauft als Philipp Rösler, das bedeutet aber noch nicht viel. Und ich persönlich also, habe damals, also ich kannte Herrn Rösler ja als Gesundheitsminister, ich schätze ihn übrigens als Mensch sehr, dass man damit kein also, falscher Eindruck entsteht, aber als also Rösler die Partei übernommen hat, da habe ich sofort gesagt, jetzt wird es eng für die FDP, weil er war aus meiner Sicht mit dieser Aufgabe überfordert. Und hatte keine Perspektive, keine Vision, auch keine Idee, was aus der Partei noch hätte werden können. Daher sind die wenigen Gelegenheiten, die man gehabt hätte, also verflossen. Man hätte damals noch die Gelegenheit gehabt, die FDP im Amt neu auszurichten. Sich, also wenn man so abgewählt wurde, neu aufzustellen mit neuen Gedanken, also die Glaubwürdigkeit aufzubauen, ist fast unmöglich. Und dann muss auch mehr kommen, als Herr Lindner bisher vorgetragen hat. Also die Partei der Mitte und so, das sind ja Schlagworte. Aber ich glaube, die FDP, wenn sie es noch einmal schaffen will, muss ja ein neues Thema finden. Und das wird nicht, also das werden nicht die Phrasen sein können. Wir sind die Partei der Freiheit und so. Welche Partei in Deutschland, einschließlich der CSU sogar, wäre nicht auch liberal? Haben Sie Glück, Herr Schaller. Somit, ich glaube, also ein gut gemeinter Rat. Also Sie wissen, dass ich der FDP nicht grundsätzlich negativ gegenüberstehe. Aber da muss noch richtiger Inhalt kommen. Wenn ich etwas verkaufen will, ist das Marketing die halbe Miete, aber ich muss auch ein Produkt haben. Und der FDP fehlt schlicht das Produkt, es ist nicht das Marketing allein. Also beim Produkt bin ich ganz anderer Meinung, entschuldigen Sie bitte. Also ja. Sie sind ja als Ratgeber sehr geschätzt, aber Sie sind natürlich auch ein parteiischer Beobachter, haben ja Ihre Interessen. Wir sehen doch, lieber Herr Lauterbach, in der aktuellen Diskussion, NSA-Enthüllungen, dass auch in Demokratien und auch im 21. Jahrhundert unsere persönliche Freiheit, unsere Privatheit nicht gesichert ist. Wir haben 4 Jahre die Vorratsdatenspeicherung verhindert. Sie, Herr Lauterbach, führen sie jetzt ein. Nein. Sehr übrigens zum Ärger Ihrer eigenen Jungsozialisten. Das ist nicht richtig. Wir sehen doch auf der anderen Seite, dass wir immer noch die Situation haben, dass Staaten und Banken massiv verwachsen sind durch die massive Aufnahme von immer neuen Krediten und eine Gefälligkeitspolitik auf Pump, die jetzt ja auch die Bundesregierung macht mit ihrem Regierungseintritt. Nee, sind keine Schlagworte. Mindestens sind es keine von mir. Denn die jungen Abgeordneten der CDU sprechen ja davon, dass der Koalitionsvertrag der Großen Koalition, nicht meine Worte, ein Verbrechen an der künftigen Generation ist. Lassen Sie mich doch eben den Punkt machen, dann können Sie ja sofort wieder einhaken. Es ist doch offensichtlich, dass es hier den Bedarf gibt nach einer Partei, die ein Stück weit einfach zur Verhältnismäßigkeit aufruft und die gerade bei diesen bürgerlichen Freiheiten darauf achtet, dass nicht der Staat sich alles rausnimmt. Dass diese Partei gebraucht wird,
Dazu legen Sie heute bei dem ersten großen öffentlichen Auftritt nach Ihrer Wahl schon den Grundstein oder auch nicht, je nachdem, wie unsere Zuschauer das sehen. Immerhin sind hier vorne 20% der Meinung, es braucht die FDP. Ist das nicht schön? Ja. Wie, wer? Einer von fünf sind 20%, Herr Bruder. Und das sind Sie dann, oder was? Ja. Aber Sie sind genauso objektiv wie Sie. Neutral, oder? Das ist genauso wie Sie. So, den Mathekurs verlegen wir dann in den Faktencheck. Gewinner, Verlierer, wir lassen das offen. Christian Lindner hat in jedem Fall einen Höllenjob gewonnen, das kann man schon sagen. Bevor wir uns einer klaren Gewinnerin des Jahres 2013 zuwenden, da brauchen wir Ihre Hilfe. Wir wollen nämlich am Ende dieser Sendung Ihren Lieblings-O-Ton des Jahres 2013 bringen. Drei Kracher haben Sie zur Auswahl. Wer wird Ihr Lieblings-O-Ton 2013? Und die drei Kracher wollen wir Ihnen vorstellen. Andrea Nahles Gesang im Bundestag. Da da di da 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 da. Peter Ramsauers Verwandtschaft zu Sandra Bullock. Die Mütter von meiner Frau und die Mutter von der Sandra Schwestern sind, beziehungsweise... Rainer Brüderles Brandrede auf dem FDP-Parteitag. Weg mit der Geisterstunde, auf in den Kampf, wir werden es schaffen, wenn alles es schafft, sind wir es. So, wer ist es? Wer wird Ihr Lieblings-O-Ton? In voller Länge kommt er am Schluss der Sendung statt in der Schlussrunde. Sie können abstimmen auf unserer Homepage www.hartaberfair.de. Die Anwesenden hier können leider nicht mitmachen. Sie können jetzt ja schon mal tippen, wer drankommt. Sie sollten sich schon mal was überlegen, Herr Lauterbach. Im Moment, naja, ich will nicht zu viel verraten. So, jetzt kommen wir zur Gewinnerin, zur Intendantin des ganzen Betriebes. Gewinner 2013, Angela Merkel. Bei den ersten Hochrechnungen hatte sie bei der Bundestagswahl zeitweise sogar die absolute Mehrheit. Im Moment sieht es ja so aus, als würde die Kanzlerin alleine regieren können. Es kam bekanntlich anders. Ein großer Sieg war es trotzdem. Angela Merkel bleibt Kanzlerin. Ausgelassene Partystimmung in der CDU-Parteizentrale. Aber auch im Moment ihres größten Erfolges. Zu übermütig will Angela Merkel offenbar nie wirken. Herr Scharnagel, wie finden Sie das als Patriot, wenn man in der CDU offenbar nicht mal mehr eine Deutschlandfahne schwenken darf? Erstens finde ich das, dass man das darf, dass man das soll. Zweitens freut mich dieser Erfolg von Frau Merkel. Er freut mich deshalb, weil er nicht ganz so gut ausgefallen wäre, wenn Bayern und die CSU nicht in gewohnter Weise weit überdurchschnittlich zum Unionstopf beigetragen hätte. Warum sollen wir uns nicht freuen? Wir sind mit erster Sieger. Trotzdem noch mal, als Sie es gesehen haben, was war Ihr erster Gedanke? Das war ja jetzt sozusagen das CSU-Statement. Aber als Sie gesehen haben, wie wirklich tadelnd, wie eine Gouvernante, Frau Merkel, ihrem armen Generalsekretär, die Deutschlandfahne, das war ja jetzt nicht irgendwas, aus der Hand ringt und dann auch noch so missbilligend den Kopf schüttelt. Frau Merkel bestimmt diese Partei. Sie bestimmt diese Partei zu Recht. Die manche, die andere Meinung waren, sind nicht mehr da. Darum ist sie die Chefin. Und die Chefin schafft an. Das ist immer so. Das ist nicht nur in der Politik so. Ja, diese Chefin schafft erst mal ab. Nicht? Ja. Ja, ihr Weg ist ja... Ja. Ihr Weg ist ja mit Leichen gepflastert. Und die nächste Leiche ist dann die deutsche Sprache. Wirklich, dass ich, ja, mit der gut, sich gerade angelegt aber hat. Aber da ist sie kein Einzelmörder. Das muss man auch wieder sagen. Nee, das ist so in Tateinheit mit, würden das Juristen sagen. Ja. Herr Bruder, glauben Sie... Sie ja Männer ab, also zum Beispiel auch SPD-Männer. Wie viele Kanzlerkandidaten der SPD hat sie jetzt schon so, wie soll ich sagen, stillgelegt in die Wüste geschickt oder wie auch immer. Ich glaube, Herr Lauterbach, es wäre keine dumme Idee, vielleicht das nächste Mal ihr mal eine Frau entgegenzusetzen. Wäre doch mal was, oder? Also vielleicht bin ich da der falsche Ansprechpartner. Sind Sie nicht mehr in der SPD? Doch, das schon, aber ich bin keine Frau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass also, sagen wir, Frau Merkel diesmal noch über die Runden gekommen ist, weil die FDP so schwach war. Dann haben alle Bürgerlichen halt die Union gewählt. Aber vom Ergebnis her, weil sie wurde ja eben als Gewinnerin also dargestellt. Ich muss ja schauen, was hat sie umgesetzt? Was wird jetzt, also wenn wir tatsächlich in die große Koalition gehen,
was kommt dann? Und sie ist dann im Prinzip doch für viele Inhalte, ich sag mal, der Trittbretthalter der SPD geworden. So, und von daher würde ich sagen, sind wir auch noch nicht die alleinigen Verlierer, sondern wir gewinnen mit. Das ist sehr despektierlich, das heißt, geredet über Ihren kommenden Chefin. Oh, nein, nein, Chefin überhaupt nicht. Partnerin. Also, ich Entschuldigung, aber da müssen Sie, Herr Bruder, Sie haben nicht... Moment, Sekunde, bevor Sie da inhaltlich nachgehen, aber die Spur hat er jetzt ja gerade gelegt. Haben Sie Ihren Plan, Gesundheitsminister zu werden, aufgegeben, indem Sie so über Ihre Chefin reden? Also... Erstmal egal, was aus mir jetzt wird, aber meine Chefin würde sie nie. Also das ist ja ganz klar. Wir sind ja Partner. Wenn es eine große Koalition gibt, dann also arbeiten wir auf Augenhöhe. Das ist gar keine Frage. Und so arbeiten Sie. Ein Pferd und ein Hase auf Augenhöhe. Ich glaube tatsächlich, aber ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Also bei Frau Merkel kommt man nur zu etwas, also wenn man, sagen wir, die Dinge, die man will, auch hart durchsetzt und verteidigt. Das ist klar. Das hat auch der eine oder andere schon also in der letzten Koalition gelernt. Das war ein Fehler der FDP übrigens. Mit der FDP ist Frau Merkel aus meiner Sicht zum Teil Schlitten gefahren. Wenn wir zusammenkommen, dann wird das mit der SPD auf keinen Fall möglich sein. Und daher, also denke ich... Wissen Sie, was ich wirklich großartig finde? Herr Scharnagel hat vorhin gesagt, die CSU ist zweiter erster Sieger und jetzt ist die SPD dritter erster Sieger. Ich meine, das ist doch wunderbar. Unser Thema ist hier Sieger und hier sitzen nur Sieger. Außer auch meine, wir sind Journalisten. Ja, wer wo gewonnen hat. Also die CDU hat die Bundestagswahl gewonnen, aber die Koalitionsverhandlungen hat die SPD gewonnen. Es gibt immer mehrere Perspektiven. Es gibt sozusagen, also man kann es so sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir bei den Inhalten, wenn wir bei den Inhalten so viel rausbekommen hätten beim Koalitionsvertrag wie unser Wahlergebnis, 25%, dann hätten wir nie zustimmen können. Das ist einfach so. Das Wahlergebnis war schwach, daher hatte ich mit einem erbärmlichen Koalitionsvertrag gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir haben auch viel mehr rausgeholt. So ist das. Und von daher betrachte ich uns auch bei allem Respekt als inhaltliche Gewinner. Also wir haben in einer Demokratie, Entschuldigung, Herr Scharnagel, gleich, wir haben also zwei Gewinner. Es gibt demokratische Gewinner durch Wähler und es gibt Verhandlungsgewinner. So ist es. Und sind auch durch den Wähler Gewinner, weil wenn der Wähler uns nicht so stark gestützt hätte, dann hätten wir gar nicht verhandeln können. 25%? Schlechtesten Ergebnis seit 48. Herr Bruder, Gnade. Herr Lauterbach, Sie haben ja was sehr Wahres gesagt. Da kam das Vergleich mit dem Hase und dem Pferd. Von dem Wahlergebnis her war es Hase und Pferd. Von den Verhandlungen her stimmt das ja mit der Augenhöhe. Wie schwer, wie leicht, wie mittelschwer war es denn, da hinzukommen? Ich glaube, also, dass es, wie eben auch schon in dem Antext dazu hören war, es war so, dass wir tatsächlich als SPD in vielen Bereichen von den also Ideen, die die Union hatte, was sie mit der Macht jetzt also machen will, überrascht waren. Die hatten nicht viel an Ideen. Das galt übrigens auch in Teilen für die CSU. Und daher war die Macht zwar da, aber was man jetzt genau damit machen wollte, war in vielen Bereichen unklar. Und da sind wir natürlich in das Vakuum gegangen und haben versucht, diese Inhalte zu setzen. Alles andere wäre auch für uns übrigens tödlich gewesen. Denn hätten wir keine Inhalte durchgesetzt, jetzt ist ja das Ergebnis dieser Abstimmung, der Befragung der Mitglieder noch nicht klar. Ich glaube, dass die Mitglieder zustimmen werden. Herr Oppermann hat auf diesem Platz letzte Woche gesagt 70-30. Was sagen Sie? Ich glaube, es wird sogar noch etwas besser sein. Aber gucken Sie schon heimlich in die Briefe rein? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also jetzt wirklich, also nein. Aber ich bin bei vielen Veranstaltungen. Ich muss oft also das Ergebnis rechtfertigen. Also was habt ihr da rausbekommen und so weiter. Und da bekommt man ja ein Bild davon, wie ticken die Mitglieder. Ich glaube, dass es also mehr als 70% sein werden, weil die Inhalte gut sind. Wir haben deutlich mehr rausgeholt als die 25%. Das haben Sie gerade gesagt und haben gesagt, da war ein Vakuum, Herr Scharnagel. Ist Verzehrung einer Regierungspartei zu spüren? Dass sich hier der Vertreter einer 25%-Partei zum Sieger ausruft, verstehe ich. Erstens heißt natürlich, die Königsdisziplin der Demokratie ist der Kompromiss. Selbstverständlich musste die Unionsseite der SPD so viel zugestehen, damit sie sich auch im Programm wiederfindet. Aber, lieber Herr Professor Lauterbach, die zwei großen zentralen Wahlkampfthemen, mit denen Sie angetreten sind, in einem Steuererhöhungsrausch wollten Sie die Republik überziehen. Und in Europa wollten Sie sagen, wir übernehmen alle Schulden aller Europäer auf deutsches Konto. Wahlkampf und in beiden Punkten sind Sie gescheitert. Und nichts davon steht im Koalitionsvertrag. Nein, das ist doch ein Erfolg. Der Wahlkampf ist zu Ende, Herr Scharnagel. Ja, aber bei Ihnen ja nicht.
Dass wir wollten die Steuerbelastung anders gestalten, dass die wirklich gut verdienenden Staaten. Das war Ihr zentrales Thema. Ja, aber ich habe Sie ja auch ausreden lassen. Ich sage nur, der Wahlkampf ist zu Ende. Was wir wollten, ist die Steuern gerechter verteilen. Die also wirklich gut verdienenden Leute wie ich beispielsweise werden dann stärker belastet worden, die mittleren Einkommen entlastet worden. Das wäre richtig gewesen, das haben wir tatsächlich nicht durchbekommen. Da ist aber nicht die SPD der Verlierer, sondern der Bürger, der Mittelstand wird gepresst. Und zum Zweiten, also was die da so vortragen, unser Thema, wir hätten die Schulden Europas übernehmen wollen, das ist vollkommener Blödsinn. Wir wollten die Banken stärker verantwortlich machen für die Schäden, die sie selbst angerichtet haben. Der von den Banken getragene Bankenrettungsfonds zum Beispiel, das war eine sinnvolle, gute Idee. Und das ist ja auch noch nicht tot übrigens. Der Bürger ist ja mit dabei. Ich glaube, daher, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube übrigens auch selbst, die Steuerfrage ist noch offen. Weil wir haben jetzt vieles gemeinsam beschlossen. Der Herr Schäuble hat uns im Prinzip vorgetragen, das wäre alles aus den Steuern, die wir bekommen, zu bezahlen. Ist es aber nicht bezahlbar, dann muss natürlich die Union sich auch bewegen bei der Frage, wären die Einkommensstarken zum Grauen der FDP, die kann das dann zuschauen. Aber dann muss tatsächlich der Einkommensstärke stärker herangenommen, wenn wir das nicht bezahlen können, was wir verabredet haben. Wir haben ja nicht kategorisch beschlossen, dass wir die Steuern nicht erhöhen für die Wohlfahrt. Also man muss ja nicht erhöhen. Man muss ja mal die doppelte Verneinung. Zahlen sich mal genau ansehen, was jetzt passiert. Natürlich haben Sie eine Steuererhöhung beschlossen. Das hat Herr Schäuble ja am vergangenen Freitag auch öffentlich eingeräumt. Sie haben ja alles Mögliche im Koalitionsvertrag. Das Tanzzentrum Pina Bausch in Wuppertal ist drin, aber die Dämpfung der kalten Progression nicht. Das heißt, dass der Fiskus an den Gehaltserhöhungen der ganz normalen Beschäftigten weiter am stärksten verdient, und zwar 17,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2017 nach den Zahlen von Wolfgang Schäuble. Und das ist die heimliche Steuererhöhung der Großen Koalition, nicht zulasten der Millionäre, sondern zulasten der Millionen Menschen. Das hätten Sie doch ändern können. Sie haben doch regiert, Herr Lindner. Haben Sie ja auch. Wir wollten es ja auch ändern. Aber ein Punkt. Also, Sie werfen, auch die CDU haben, hatte das ja im Wahlprogramm. Wir haben Herr Scharnagel stimmt zu. Sie kritisieren jetzt im Prinzip eine Steuerpolitik, die Sie selbst hätten ändern können. Darf ich den Konjunktiv, wenn der Konjunktiv mehr als dreimal kommt, hintereinander hätte, wäre... Es ist falsch. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte das in den Bundesrat eingebracht. Es ist nur relativ unrichtig. Ja. Okay. Das ist ein wesentlicher Unterschied bei der Sozialdemokratie. Also relativ unrichtig, was Sie sagen. Ja. Empfiehlt mir Herr Broder zu formulieren, weil die schwarz-gelbe Bundesregierung hat es in den Bundesrat eingebracht und Sie haben es scheitern lassen. Und zwar zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, nicht der Topverdiener. Ich verstehe, dass man um eine Deutungshoheit ringt. Das haben Sie beide jetzt getan. Ich möchte noch mal auf das Jahr, wir sind fast zu Ende, zurückgucken bei der Frage eben, was ist da noch drin? Was kann die Siegerin des Jahres 2013, was das für ein Sieg war? Das muss man später bewerten. Bisher war es ein Sieg eher für die Statistikseiten, ob jemand ins Geschichtsbuch kommt mit einer solchen Wiederwahl, das muss ich erst weisen. Und da kann man Vergleiche anstellen, nämlich Vergleiche mit den drei Vorgängern von Angela Merkel, um zu beurteilen, was ist da noch drin an Geschichte. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 bis 1982. Abschreckung durch Aufrüstung, das war Schmidts Überzeugung. Er wollte atomare Mittelstreckenraketen in Westeuropa stationieren. Damit spaltete er seine Partei und das Land. Heute ist Schmidt laut Umfragen der beliebteste Kanzler der jüngeren deutschen Geschichte. Helmut Schmidt bleibt in Erinnerung als standhafter Staatsmann, der seinen Standpunkt durchsetzte, auch wenn er dafür von vielen angefeindet wurde. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme. Helmut Kohl, Bundeskanzler von 1982 bis 1998.
Aus Überzeugung kämpfte er für die Einführung des Euro. Dabei war er sicher, die Deutschen wollten ihre heißgeliebte D-Mark lieber behalten. Doch Kohl scherte sich nicht darum, leitete das Ende der D-Mark ein. Kohl ist Ehrenbürger Europas, eine Auszeichnung, die erst zweimal vergeben wurde. Helmut Kohl bleibt in Erinnerung als großer Europäer, der sich um die Einigung des Kontinents verdient gemacht hat. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme. Gerhard Schröder, Bundeskanzler von 1998 bis 2005. Aus Überzeugung mutete Schröder den Deutschen den Umbau des Sozialstaats zu. Um das Land fit für die Zukunft zu machen, setzte er die Agenda 2010 durch, Hartz IV inklusive. Gerhard Schröder bleibt in Erinnerung als Modernisierer, der dem Land schmerzhafte, aber notwendige Reformen verordnet hat. Drei Kanzler, die gegen alle Widerstände aus Überzeugung dem Land eine neue Richtung gegeben haben. Herr Scharnagel, was hat Angela Merkel? Die Pkw-Maut? Erstens ist bei Angela Merkel erst die Halbzeit. Sie wird die nächsten 4 Jahre Kanzler sein. Sie wird nicht Kanzler mit der SPD auf Augenhöhe sein, wie mein Nachbar zur Linken gemeint hat. Sie ist die Kanzlerin, die die Richtlinie der Politik bestimmt. Und nach allen Erfahrungen, die ja am Anfang unserer Diskussion angesprochen worden sind, wird sie sich in dieser Koalition genauso durchzusetzen wissen wie in der vorherigen großen Koalition. Fragt sich nur mit was? Was ist die Idee? Ja, genau. Und die Idee ist, glaube ich, dass sie sagen wird, wir müssen, oder dass sie sagt, allem, was in diesen 180 Seiten steht, da ist viel, Schröder hätte gesagt, Gedöns, glaube ich. Ist auch drin. Zwangsläufig, weil es zu viel ist für einen Koalitionsvertrag, nee. Herr Professor Lauter, aber das ist ja absurd. Nicht über den Koalitionsvertrag. 184 Seiten, wir wollen nicht reden. Sie wird dieses Land weiterhin mit einem freiheitlichen Kurs, mit einem vernünftigen europäischen Kurs und auch, glaube ich, letzten Endes mit einem sozialen, marktwirtschaftlichen Kurs führen. Und Deutschland wird mutmaßlich einen guten Weg gehen in den nächsten 4 Jahren. Herr Broder, lachen Sie nicht. Haben Ihnen Phrasen vorgeworfen. Ich habe Ihnen gar nichts vorgeworfen. Ich kann nur sagen, Ihnen haben die Wähler vorgeworfen, dass Sie sie nicht im Bundestag haben wollen. Da kann ja ich nichts dafür. Es ist bedauerlich. Aber die Wähler wollten zumindest nicht einen grundlegenden Richtungswechsel in Deutschland, Herr Scharnagel. Punkt an dieser Stelle, Herr Broder. Hier brennt die Liebe wie ein feuchter Lappen. Herr Broder, die Koalition gestartet. Wir haben drei Kanzler gesehen, die sich jeweils ins Geschichtsbuch eingetragen haben mit einem sehr breiten Strich. Was könnte es bei Angela Merkel werden? Ja, aber schauen Sie, das ist auch unfair, weil dieser breite Strich kam immer retrospektiv zustande. Kohl wurde geprügelt, die Birne wollte ihn dehnen, Schröder war hoch umstritten, Schmidt hatte zu seiner Zeit gar nicht so einen guten Ruf, Erinnerung vergoldet. Warten Sie bei Angela 20, 30 Jahre, dann wird sie auch die größte deutsche Kanzlerin aller Zeiten werden. Haben Sie, haben Sie auch eine Idee mit Nein, welcher Vision? Ich weiß nicht, was Sie mit Idee meinen, was Sie mit Visionen meinen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn ich eine Vision habe, gehe ich zum Arzt. Ja, man braucht man braucht keine Vision, man braucht einen guten Manager und das ist sie ohne Zweifel. Und dieses ganze Bohai, hat sie eine Idee, hat sie eine Vision? Sie hat eine Vision und die Idee, dass sie Kanzlerin werden wollte und das hat sie geschafft und das reicht doch. Und im Übrigen, was soll das Gedöns, wie Schmidt sagen würde? Da haben sich, nein, jetzt bin ich dran, lieber Chef, nein, sie hat doch zwei sozialdemokratische Parteien zusammengeführt, die CDU und die SPD. Und es gibt jetzt nur noch sozialdemokratische Parteien im Bundestag. Zwei große und zwei kleine. Und das ist ihre große Leistung. Angela Merkel hat das Land vollkommen sozialdemokratisiert. Und das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Es ist schlecht für Sie, weil sie ihnen alle Themen abgegraben hat. Und deswegen konnte sie jetzt generös sein und sozusagen ihre Programmpunkte in den Koalitionsvertrag übernehmen. Und doch ein Wort zum Koalitionsvertrag. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, lesen Sie dieses Papier. Sie werden den Glauben an die Menschheit verlieren. Was da alles drinsteht. Abgesehen, was diese Regierung... Was diese Regierung alles fördern will, was sie bestimmen will, was sie entscheiden will, was sie anregen will, welche Willkommenskultur sie gestalten will, wie sie den Alltag der Bürger
gestalten oder drangsalieren will. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz freundlicher Totalitarismus, der sich da entfaltet. Und es ist für alles irgendeine Maßnahme vorgesehen. Das Einzige, was ich in dem Vertrag vermisst habe, war sozusagen eine Regelung über die Fliege vom Genossen Lauterbach. Ansonsten ist alles drin. Genosse Lauterbach, wirklich. Ihr habt die Wahl verloren und die Genossin Kanzlerin war so freundlich, euch in die nationale Front aufzunehmen. Und jetzt könnt ihr froh sein. Also ich bin ja einigermaßen zufrieden, wenn Politiker und Politikerinnen überhaupt mal hingehen und versuchen, Verantwortung zu übernehmen und das auch in verschiedenen Feldern überhaupt beschreiben, Herr Broder. Ja. Nun schreibt Ihnen Angela Merkel vielleicht nicht vor, ob Sie ein rotes oder ein grünes Hemd tragen. Kommt noch, ich weiß. Dann sind Sie aber wieder in den USA und dann macht es Ihnen auch nichts mehr. Genau. Also ich glaube, diesem Koalitionsvertrag... Da steht bestimmt viel Blödsinn drin, da steht nur Blödsinn. Herr Broder, wissen Sie, was das Schlimme ist, was Sie jetzt machen? Ja. Sie erklären alle Politiker für Idioten. Und das finde ich irgendwie unzulässig. Stimmt, das wollte ich als nächstes sagen. Genau. Ja. Und das finde ich... Das heißt unzulässig. Das finde ich unzulässig. Übrigens haben Sie... Sie sind Jahre nicht mehr Chefredakteurin. Sie haben überhaupt nichts mehr für unzulässig zu erklären, wirklich. Das konnten Sie früher bei der Taz machen. Aber schon bei mir sind Sie daran gescheitert. Ja. Herr Broder, wir sind nun beide kleine Menschen. Aber deswegen müssen Sie sich doch nicht mal so aufspielen. Ich meine, jetzt von der Körpergröße her sind wir klein. Aber noch einen Satz. Können wir dieses wunderbare, gottvolle Scharmützel zugunsten... Darf ich noch einen Satz zu Angela Merkel sagen? Wir wollen ein bürgernahes Europa verwirklichen. Wir sind gerade schon Kameras kollidiert, so heiß geht es her. Das ist ihr Verdienst. Aber eines wird doch Angela Merkel in die Geschichte eingehen. Es gab noch nie eine Frau in einer deutschen Regierung, von der im Ausland gesagt worden ist, sie ist die mächtigste Frau der Welt. Politisch gesehen. Und das ist schon ein Wert an sich. Macht denn eine das ist zumindest gute PR. Und das hat sie mit dem deutschen Bier gemeinsam, diesen weltumspannenden Ruf. Ja. Also das ist zumindest keinem anderen Kanzler bisher gelungen, dass er als der mächtigste Mann der Welt bezeichnet worden ist, oder? Herr Lindner, finden Sie nicht auch, dass Herr Lauterbach, nachdem diese ganzen Anwürfe daherkamen, dass wir in einem Land durchsozialdemokratisiert sind, jetzt scheint ja eine Chance zu geben für die FDP. Wollen Sie es wieder gut machen von ich eben. Ich will überhaupt nichts gut machen. Ich möchte auf Herrn Lauterbach zugehen. Da will ich was gut machen, nämlich was die Fliege angeht. Die ist ja gerade Thema gewesen. Schauen Sie mal, Herr Broder, die Tragefreiheit der Fliege geht sogar so weit, dass sie schief sein kann. Was? Ja. Gar nicht gesehen. So, was sagen Sie denn zu dem inhaltlichen Vorwurf? Die Fliege hat einen leichten Linksdrall, glaube ich. Wie soll es sonst sein? Also. Herr Lauterbach, nee, was sagen Sie zu dem inhaltlichen Vorwurf, dass dieser Koalitionsvertrag ein Wohlfühlvertrag ist, Gedönsvertrag ist, der mit blumigen Worten das Leben der Menschen besser machen will? Da würde ich schlicht und ergreifend sagen, Lesen hilft. Ja. Das ist also die, weil gut gesagt. De facto ist es ja so, wir haben zum Beispiel für den Bereich Gesundheit, haben wir ganz genau festgelegt, was wir machen wollen bei der Behandlung von Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Wie wir abrechnen wollen, wie einem jemand bezahlt wird, der in einer Psychiatrie behandelt wird, wie und so weiter und so fort. Es wird präzise geregelt, wie wir unser Gesundheitssystem modernisieren wollen. Das war auch eine gute Verhandlung mit der Union, muss man sagen, sehr sachorientiert. Alles ist sehr spezifisch, knapp ausgedrückt. Und das gilt zum Beispiel für den Bereich Energie auch. Ich weiß, dass Sie sich schwer damit tun, dass diese Gesellschaft weltoffener werden soll, Herr Broder, von dem, was ich so lese. Aber das ist auch ein Punkt, wo ich sage, ich kann nur sagen, Lesen hilft, Herr Lauterbach. Ja. Aber der Koalitionsvertrag ist in gesellschaftspolitischer Hinsicht ist er sehr liberal und in sozialpolitischer Sicht ist er sehr sozialdemokratisch. Von daher halte ich es für einen guten Koalitionsvertrag, sonst hätte ich ihn nicht unterstützt. Lassen Sie uns noch mal gucken, wie es zu diesem Koalitionsvertrag kam. Dazu gehört es ja, wir haben über eine Gewinnerin gesprochen, dass dieser Vertrag entstehen konnte. Dazu gehörte ja auch, dass die FDP rausfiel als Koalitionspartner und dass die SPD nicht allzu stark reinkam. Warum ist der Merkel-Stil so erfolgreich gewesen? Warum wollten die Deutschen ihn so unbedingt haben? Dazu die Erklärung von einem Menschen, der es aus nächster Nähe erfahren und erlitten hat. Sie ist nicht anstrengend. Merkel provoziert nicht. Sie ist wie du und ich. Und sie trifft auf eine mentale Verfassung der Republik, die dazu passt. Sozialdemokraten sind immer anstrengend.
Sie sind unzufrieden, sie wollen den Weg zum Besseren, sie nerven. Übrigens, gesagt hat das beides Peer Steinbrück. Sozialdemokraten nerven, Herr Lauterbach. Möchten Sie da widersprechen? Wenn es also wichtig ist, zu nerven, um etwas nach vorne zu bringen, zu verbessern, dann muss man nerven. Ne? Ganz, also, da besser man nervt und macht das für eine gute Sache, als dass man still ist und lässt das Schlechte passieren. Wie ist es denn, wenn man genervt ist wie Steinbrück? Wie fanden Sie den Stinkefinger? Das ist ja eine Stilfrage. Ich persönlich schätze Steinbrück sehr. Ich mag ihn sehr. Also das ist eine Persönlichkeit, die, sagen wir, für die Politik unüblich ist, sehr direkt und so. Das mit dem Stinkefinger hätte ich persönlich nicht gemacht, muss ich sagen, weil es also leicht verhetzbar ist. In der Politik darf man Dinge nicht machen, die gegen einen verwendet werden können. Er hat versucht, eine, sagen wir, besonders coole Geste zu machen. Es war aber absehbar, dass es so von niemandem gesehen werden würde. Trotzdem, also in der Summe, ist Steinbrück jemand, der sich in der Politik sehr, sehr wenig verändert und verstellt hat. Das ist ja genau die Art Politiker, die wir immer wollen. Trotzdem werden diese Leute dann aber nach dem Standard nicht gemessen, sondern werden im Prinzip abgeurteilt wie der Standardpolitiker. Und darum ist er, glaube ich, also zum Schluss weit ein Stück weit aus, sagen wir mal, als also Image gescheitert. Er hat sich nicht verbogen, ist aber genau dafür zum Schluss bestraft worden. Gewonnen hat die Frau, die den wunderbaren Satz gesagt hat, Sie kennen mich. Und das war ja ein Versprechen. Manche haben das als Drohung empfunden, aber es war ein sehr erfolgreiches Versprechen. Herr Broder, wenn es einem Land gut geht, wenn die Menschen die Krisen, die die Oppositionsparteien gesehen haben, nicht so gesehen haben, haben die Wähler dann nicht einfach auch ein Anrecht darauf, in Ruhe gelassen zu werden, einfach mal den Stillstand zu genießen? Ja, absolut. Ich finde das auch vollkommen richtig, dass es Leute gibt, die nicht wählen gehen. Es hat ja diese Hysterie gegeben, die Wahlbeteiligung. Das Wahlrecht schließt auch die Wahlenthaltung ein. Es gab so einen Versuch, das künstlich in die Höhe zu schrauben. Ich finde das richtig so. Und natürlich hat das Vertrauen für Merkel etwas damit zu tun, dass sie es schon irgendwie regelt. Wenn man aber genauer hinschaut, dann ist das, was sie als Merkels Stil bezeichnet haben, reine Konfusion. Also ich weiß, das ist schrecklich, aber ich muss Ihnen ein Zitat von Frau Merkel vorlesen, dass es wirklich verdient, irgendwo in Stein gemeißelt zu werden. Sacharow würde gesagt, aufbewahren für alle Zeit. Es gab ja diese Debatte über die Maut und sie hat gesagt, die Maut mit mir nicht. Dann wurde sie von Herrn Seehofer leicht über den Tisch gezogen und sagte Folgendes. Wir werden auch auf den Wunsch der CSU hin an einer europarechtskonformen Lösung für eine Mitbelastung der nicht-inländischen Kraftfahrzeughalter arbeiten, wenn sichergestellt ist, dass kein deutscher Autofahrer stärker belastet wird. Da ist alles drin und da ist nichts drin. Und das ist das Merkel-Motto. Das ist das Merkel-Motto. Mit vielen Worten überhaupt nichts zu sagen. Sie könnte sich auch relevante Themen vornehmen. Sie könnte sich das vornehmen, was wirklich, entschuldigen Sie, die Menschen da draußen bewegt. Migration zum Beispiel, die Frage des Euro, die Frage, wie Europa gestaltet werden soll. Die wichtigsten Themen, die wirklich bei den Leuten auf großes Interesse stoßen, sind sowohl von der SPD wie von der CDU im Wahlkampf konkret draußen vorgelassen worden. Alles nicht. Doch, also, natürlich, das stimmt alles nicht. Sie haben eben eingangs gesagt, vielleicht sei Stillstand ja ganz gut, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Diese Form von machen lassen. Ja, das finde ich eine gefährliche Ansicht. Nein, wir bezahlen die Politiker dafür, dass sie ihren Job machen. Und der Job heißt, man muss auch dafür sorgen, dass es eine positive Entwicklung gibt. Und nehmen Sie etwa den Bereich der Energiepolitik. Da haben wir massive Subventionen. Die Rentnerin und der BAföG-Empfänger, die zahlen in den Topf des Erneuerbaren Energiengesetzes rein. Und dann bekommen die Profiteure, die Investoren, 20 Jahre garantiert ihre Rendite. Das ist eine Umverteilung von 20 Milliarden Euro im Jahr. Die größte Umverteilung von unten nach oben. Und was macht die Große Koalition? Vorher hatten wir ja Bundestag und Bundesrat das Problem, wie eben bei der kalten Progression, verehrter Herr Lauterbach, auch da. Nur was macht jetzt die Große Koalition? Die könnten jetzt, die schreiben allen Ernstes in den Koalitionsvertrag, dass sie eine grundlegende Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes erst im Jahr 2017, 2018 angehen. Also wenn die Periode schon zu Ende ist, also bevor die angefangen haben zu regieren, haben die schon keine Lust mehr auf Gestaltung. Nein, das finde ich gefährlich. Aber Herr Lindner, was ist polemisch?
Das ist keine Polemik, das steht drin. Ich kann nur sagen, lesen, Genosse Lauterbach. Darf ich lesen. Das, wenn gelesen wird? Wir lesen das dann auch noch mal nach. Die 185 Seiten haben wir nicht ständig präsent. Können Sie morgen im Faktencheck sehen. 2017, steht alles im Internet. Kann man auch im Internet nachlesen. Alles da. Und 2018 oder 2017, wenn es gut läuft, wären Sie ja dann schon wieder dabei, Herr Lindner. Dann können Sie damit anfangen. Jetzt malen Sie nicht den Teufel an die Wand. Ja. Ich gehe jetzt zu unseren Zuschauern, vertreten durch Brigitte Büscher, die rote Ohren hat. Rote Ohren, ja, vom Telefonieren. Klar, natürlich. Denn es ist Diskussion zu Hause auf dem Sofa, im Internet, im Gästebuch bei uns, bei Twitter. Ein bisschen Stammtisch vielleicht, aber schon auch sehr kluge Gespräche und sehr kluge Beiträge, die wir bekommen haben. Ich möchte einen Appell unseres... Entschuldigung, Herr Bruder, hat er eine kluge Bemerkung? Stammtisch und klug schließt sich nicht aus. Danke. Ja, genau, ja. Bei unseren Zuschauern schon gar nicht, Herr Bruder. Der Stammtisch ist oft viel klüger als das akademische Milieu. Wir hören mal rein. Also, unser Zuschauer Herr Heinz aus Imzell hat uns angerufen und schickt sowas wie einen Appell in Richtung Berlin. Und er sagt, wer Gewinner und wer Verlierer sein wird am Ende, hängt ganz klar von der Politik ab. Und er sagt, das Volk muss am Ende der Legislaturperiode Gewinner sein. Das ist das, worauf es ankommt. Ganz klar ist, dass unsere Zuschauer schon auch ein bisschen in die Zukunft blicken und gucken. Große Koalition ist womöglich das, was da kommt, wenn entsprechend bei der SPD, bei den Mitgliedern abgestimmt wird. Und wie kommt die Große Koalition weg? Nicht gut, würde ich sagen. Unsere Zuschauerin Dena Selena Treu hat bei Facebook ihre Meinung geschrieben. Sie sagt, die politischen Verlierer sind die Bürger, denn die nächsten 4 Jahre werden ein Daueraufenthalt im politischen Darkroom sein. Schwarz-Rot bedeutet dann, es wird dunkel, düster und schmerzen. Natürlich diskutieren unsere Zuschauer ähnlich leidenschaftlich wie unsere Gäste heute Abend das Thema FDP. Was ist da passiert? Ist eine Partei abgetreten aus dem politischen Berlin? Und die, es gibt aber auch Menschen, die sagen, vielleicht ist die FDP der Phönix aus der Asche. Bei Twitter eine Meinung von Mrs. Mai. Christian Lindner ist für mich trotz des Wahldesasters ein Gewinner 2013. Phönix aus der Asche? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und Alexandra Glocke ist 25 Jahre alt, hat uns ins Gästebuch geschrieben. Also ich habe gerade die Mitgliedschaft bei der FDP unterschrieben. Im Gästebuch schreibt Darius, der ist nicht ganz so positiv, der haut eher noch ein bisschen drauf. Bei der FDP stört einen die soziale Kälte. Selbst als Chef hat man das Gefühl, die FDP würde sogar das Auspeitschen der Mitarbeiter gegen eine Kontozahlung durchsetzen. Diese FDP hat verloren, schreibt Darius. Ja, wer ist Darius? Das bringt mich auf ein Thema, was mich seit mehreren Wochen bewegt, wenn wir hier stehen. Darius kennt keiner. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe auch einen gefunden, der nennt sich Wahlbetrogener. Der fragt sich, welchen Imagewechsel Lindner meint. Es ist doch immer der gleiche neoliberale Brechreiz wie vorher. Oder jemand schreibt, Politik verdrossen. Dieses Land ist so kaputt und wird von der Politmafia in Grund und Boden gestampft. Das kann man alles schreiben im Internet und da irgendwas drüber schreiben. Nur die Menschen, um die es hier geht, die angeblich unser Land in Grund und Boden machen, die sitzen da mit Gesicht und mit Namen und kämpfen mit offenem Visier. Und ich habe eine Bitte für das kommende Jahr. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. In unserem Gästebuch, wir wollen es probieren, wollen wir nur noch auch scharfe Kritik bringen, klar. Aber nur, wenn der Name darüber steht oder vielleicht auch ein Foto mitgeschickt wird. Bei Facebook machen wir das schon so. Wir wollen das einfach mal probieren. Ja, es ist auf jeden Fall schade, weil es gibt so viel spannende Meinungen. Aber Harry Hirsch, Matthias Mumm und Graf Bockwurst haben jetzt einfach ausgedient bei uns. Ich habe noch 2 Meinungen rausgesucht. Bei Facebook schreibt Annelie Patzak-Nenninger. Sie guckt ein bisschen darauf, was bedeutet die Politik für die Menschen? Wer verliert denn da? Sie schreibt uns, die Kinder sind die Verlierer, ja, und die Natur. Welche Natur hinterlassen wir ihnen? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Und auch noch einen Blick in eine Mischung aus Politik und Justiz. Gerhard Sponsel hat im Gästebuch geschrieben, der Aufsteiger des Jahres 2013 ist für mich die deutsche Justiz. Für ca. 700 Euro Streitwert werden bei einem Ex-Bundespräsidenten 22 Verhandlungstage angesetzt. Bei der Summe, die bei dem Bayern-Präsidenten im Raum stehen, dauert dieser Prozess dann 294 Jahre. Was für ein Beschäftigungsprogramm. Dankeschön für diesen Überblick. Da waren noch ein paar Anonyme bei im nächsten Jahr. Gucken wir mal, ob wir dann überhaupt noch welche haben. Aber wir werden es jedenfalls probieren. Dankeschön, Brigitte Büscher. Wir reden über Gewinner und Verlierer im Jahr 2013. Ich gucke mal nach rechts. Da sitzt jemand, der hat die können es nachher mal sehen, der hat oben am Revers eine kleine blaue Blume. Das ist der Verdienstorden. Genau. Unser Regisseur weiß gar nicht, wen ich meine. Intuitiv trifft er den richtigen. Da ist es.
Dieses kleine blaue Blümchen dort ist der Bayerische Verdienstorden. Und der Mann, der da sitzt, der gehört zu einem Stamm, der ganz klar zu den Gewinnern des Jahres 2013 gehört. Ein Gewinner 2013, die Bayern. Ihre Fußballer feierten den Champions League-Sieg in London. Und auch daheim steht der Stamm der Bayern fest zusammen. Der Häuptling wird mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt. Und der kämpft nun für sein Volk auch in Berlin. Ich wollte die Große Koalition von Anfang an. Und deshalb war es für mich heute in der Früh, ein schönes Gefühl, als der Vertrag in Ordnung war. Der mächtige Bayer drückt dieser Regierung seinen Stempel auf. Das Betreuungsgeld bleibt, die PKW-Maut ist beschlossen. Ganz Deutschland macht jetzt das, was die Bayern wollen. Ja, die Hotelsteuer bleibt auch, sagt gerade Christian Lindner. Schade. Na, die SPD war jedenfalls vier Jahre dagegen. Ich habe es für einen Fehler gehalten, einen einzelnen Mehrwertsteuersatz rauszunehmen. Das hat mit Sicherheit große Glaubwürdigkeitsprobleme bei uns gebracht. Wir hätten besser darauf verzichtet. Danke für diesen klaren Satz. Dafür gibt es schon wieder Applaus. Frau Mika, wir haben gerade den Gewinner gefeiert, die Scharnagels, die Bayern. Dass Deutschland mitbekommt, dass die Bayern sich immer eine extra Weißwurst braten, sollten wir uns daran gewöhnen, weil sie es einfach können? Also Weißwürste braten können sie, nee, die werden gekocht. Die werden gekocht. Die werden gekocht, nicht gebraten. Aber das können sie und die schmecken. Herr Scharnagel, Sie können uns auch bestimmt ein gutes Weißwurstrezept verraten nachher. Ja, aber ich meine, die Frage ist, wenn man gute Weißwürste macht und wenn man gut Fußball spielt, muss man deswegen gleich König von Deutschland spielen? So wie die Bayern das in den letzten Monaten gemacht haben. Hat Sie das wirklich aufgeregt? Mich hat das wirklich aufgeregt. Was denn genau? Also, dass die CSU auftritt bei den Koalitionsverhandlungen, als hätte sie mindestens 39%. Wir haben 49, wir haben fast 50 gehabt, nicht 49. Ja, in Bayern. Und wenn man das jetzt auf den Bund überträgt, dann sind das irgendwie um die 7%. Das heißt, Sie sind im Bund, Herr Scharnagel, Sie sind wirklich ein reizender Herr. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber Sie haben als Partei im Bund einfach nicht mehr als 7%. Und mich hat es schon immer wahnsinnig aufgeregt, wenn eine kleine Partei wie die FDP über viele Jahrzehnte mitmischt. Auch aufgeregt, der Partei, Moment, der Sie nachstehen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Wenn die einfach so mitmischen, als wären sie zu den Großen, als würden sie zu den Großen gehören und als würden sie in der ganzen Republik mitmischen können. Also, ich meine, muss man so, ich meine, vier Männer, keiner lässt mich ausreden. Wo bleibt Ihre Höflichkeit? Ich habe nicht unterbrochen, hallo. Herr Lauterbach hat nicht unterbrochen. Nein, das wirklich, das, Herr Lauter, wirklich, ich kann nicht bestätigen. Und ich wollte Ihnen nicht helfen, damit es nicht so aussieht, als müsste ich Ihnen helfen. Nein, wir sind doch unschuldig, oder? Wir sind absolut unschuldig. Ein Satz noch zu Ende, dann ist Herr Scharnagel, sonst platzt er. Genau, also, Sie dürfen ja gleich. Als erstes kann ich nur sagen... Oh, das ging schnell. Ich habe doch gesagt, ich soll reden. Ne? Nein, ich habe gesagt, einen Satz noch. Reden Sie weiter. Ich habe gedacht... ja, okay, kein Problem. Bitte, weiter. Was Sie in Bayern machen, ist eine Sache. Aber ich fände so ein bisschen Bescheidenheit im Bund einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk. Erste Feststellung zu dem Diskussionsbeitrag. Ich glaube, Diskussionsbeiträge dieser Art führen dazu, dass bei weiteren Wahlen die CSU in Bayern noch mehr zunehmen wird. Erstens, die CSU beteiligt sich an einer bundesweiten Wahl, bringt dazu Erhebliches ein, bekommt immer mehr, und zwar in langer Tradition, weit mehr Stimmen als die CDU. Und immer, wann in der Geschichte der Republik die Union die stärkste politische Kraft war, also CDU und CSU gemeinsam, dann war es immer nur dann, weil die CSU diesen
überdurchschnittlichen Wahlertrag gebracht hat. Darüber kann man sich doch in Bayern freuen. Und wenn wir ein einziges Land sind, neben dem Stadtstaat Hamburg, in dem eine Partei jetzt wieder mit der absoluten Mehrheit der Mandate regiert, darüber kann man sich doch in Bayern freuen. Und wenn Bayern wirtschaftlich dasteht wie kein anderes Land in der Bundesrepublik Deutschland, darüber dürfen sich doch die Bayern freuen. Wir bedrücken ja und bedrängen ja niemanden, deshalb aber wir freuen damit uns. Herr Lindner, Geld und Maut. Herr Lindner, darf ich mal kurz, der Kabarettist... Die Maut ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ich kann nur sagen, alle deutschen Autofahrer zahlen in Europa Maut. Und die Europäer zahlen in Deutschland nicht. Wenn ich Ihnen sage, dass wir die Maut rauf und runter diskutiert haben, ja, inhaltlich. Wir alle sind sehr gespannt, ob sie jetzt kommt oder nicht. Das gibt ja sehr unter... Ich glaube auch, dass sie kommt. Sie glauben auch, dass sie kommt? Ja, ich glaube, dass die Maut kommt. Und dann wird das ein großer Schildbürgerstreich sein. Denn der ADAC hat ja errechnet, Herr Scharnagel, dass die Verwaltung dieser Maut mehr kostet, als sie einbringt. Was aber ist dadurch gewonnen? Herr Lindner, der ADAC sollte sich mal besinnen, ob er der allgemeine deutsche Automobilclub oder der allgemeine europäische Automobilclub ist. Aber er soll die Interessen der deutschen Autofahrer wahrnehmen. Darf ich an dieser Stelle die Mautdiskussion ersticken? Weil wir reden über etwas, von dem wir nicht wissen, ob es tatsächlich kommt. Mit der Lizenz von Herrn Broder ersticke ich das. Nein, Herr Lauterbach, Sie dürfen Ihre Meinung nicht sagen. Ich finde es großartig. Herr Lindner, auch ein Bayer. Sie sind so jung und flexibel, Sie können das noch zurückstellen. Ja, oder doch, ich kann es auch zurückstellen. Nein, fragen Sie das. Er wollte mich ja was fragen. Das mit der Wortführerschaft der Bayern hat auch absolut vernünftige Gründe. Bayern prägt das Image der Bundesrepublik. Völlig im Ernst. Weltweit. Auf dem Wochenmarkt in Tel Aviv hängt ein riesiges Schild. Willkommen beim Oktoberfest. Ich war jetzt bei einem Oktoberfest in einem Kaff in Virginia. Wenn es irgendwo eine Darstellung des Deutschen gibt, dann ist es nicht Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, dann ist es Bayern. Das ist so. Das ist nicht das Problem. Es ist ein klar... Das sind wirklich typische altpreußische Vorbehalte, so gepaart mit rheinischem Neid. Nein. Ja. Darf ich den Rheinländer Bayern Lindner jetzt mit meiner Frage in die Runde zum Thema Bayern holen? Bayern haben ein Gesicht in der Welt und nicht der Lapskaus aus Hamburg. Damit müssen Sie fertig werden. Liebe Hamburger, ich weiß, dass Sie treue Hardware-Fair-Zuschauer sind. Nehmen Sie es einfach mit Gelassenheit. Herr Lindner, der Kabarettist Urban Priol, der hat gesagt, Horst Seehofer fragt nicht, wer in der Koalition Koch ist und wer Kellner. Die CSU ist sowieso das ganze Restaurant. Wie schaffen die das? Ja, das ist sehr bemerkenswert, welche Durchsetzungsfähigkeit die CSU hat. Das ist an mehreren Punkten schon deutlich geworden in der Vergangenheit. Auch Stichwort Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld ist damals ja in der ersten großen Koalition ins Gesetz gekommen. Und dann haben sie in der schwarz-gelben Koalition ist dann eingeführt worden. Und das Faszinierende für mich ist, die CSU schafft es beim Betreuungsgeld oder jetzt auch bei der Maut, im Grunde nur um ihre eigene Macht zu dokumentieren, Entscheidungen ins Gesetzblatt zu bringen, die sich eigentlich gegen die Interessen und die Wünsche der Deutschen insgesamt richten. Stimmt, und das finde ich bemerkenswert. Da muss ich sagen, hat Herr Lindner, so ungern, wie ich in der Sendung Herrn Lindner recht gebe, dass es tatsächlich war. Also CSU hat, ich habe uns kein Problem damit, wenn eine kleine Partei viel Macht also ausübt, wenn die Vorschläge gut sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Vorschläge schlecht sind. Das Problem ist, dass die Vorschläge schlecht sind. Das Betreuungsgeld wird im Prinzip von den Deutschen mehrheitlich abgelehnt. Und dafür ist die CSU sozusagen eingetreten. Und die Maut wird in der technischen Konstruktion, wie das jetzt angedacht wird, nie kommen. Zu 75% akzeptiert. Ja, aber der Vorschlag, der unsinnig ist, ist gekommen und wird nicht abgeschafft. Und der Vorschlag, den die Bevölkerung will, der wird nie kommen, so wie es jetzt vorsieht. Somit hat die CSU ist die Partei im Prinzip, die scheingroß ist. Setzt also ein paar Dinge um, die entweder unsinnig sind oder nie kommen, und hat daher aus dem Wahlergebnis aus meiner Sicht nicht viel gemacht. Es wundert mich aber, ich lerne ja gerne in meinen künftigen Koalitionspartner, wir haben eine scheinabsolute Mehrheit im Bayerischen Landtag. Nein, das habe ich nicht gesagt. Schein 50% bei der Bundestagswahl. Kurios. Ich habe doch gesagt, dass sie ein großartiges Ergebnis hat. Sie haben nur gesagt, sie haben nichts daraus gemacht. Etwas anderes, was ich faszinierend finde, die CSU kann nämlich zwei Meinungen gleichzeitig haben.
Also ich komme noch mal auf das Beispiel Bespitzelung, Vorratsdatenspeicherung zurück. Einerseits will die CSU das und es kommt. Und andererseits sagt Horst Seehofer im 14-Tage-Takt, dass er eigentlich großen Zweifel hat und eigentlich sollte das nicht kommen. Also zwei Meinungen gleichzeitig, eine Partei, das kann nur die CSU. Das heißt also, wir sind auch eine liberale Partei, was Sie uns überhaupt ja. Liberale heißt nicht, man hat zwei Meinungen. Ja. Herr Broder, wir sind eine große Partei. Sie haben eben gesagt, völlig zu Recht wird Bayern für Deutschland gehalten, wenn man in der Welt unterwegs ist. Wenn man sich mal anschaut, wie diese Hybris entstanden ist, was glauben Sie, wer hat da die größere Verdienste an der Stellung Bayerns? Der Ministerpräsident, die CSU oder der FC Bayern München? Mit Sicherheit der FC Bayern. Mit Sicherheit. Ich weiß auch, ich habe keine Ahnung vom Fußball, ist mir auch egal. Ich finde es auch albern, wenn so erwachsene Männer einen Ball hinterherrennen. Ja. Oh, ja, wirklich. Nein, aber mit Sicherheit. Bayern München hat einen Ruf überall in der Welt. Man wird überall danach gefragt, wer gerade im Mittelfeld spielt. Und wenn man die Antwort nicht weiß, gibt es gleich Strafpunkte beim Taxifahrer. Nein, das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Und so unterm Strich finde ich das auch völlig okay so. Weil es wirklich irgendwas Vorzeigbares ist. Mit Bayern kann man was verbinden. Und das geht mit den anderen deutschen Stämmen nicht. Und im Übrigen muss man sagen, dass diese Ambiguität, die Sie gerade geschildert haben, dass immer zwei Meinungen haben. Ja, man kann nach jeder Seite fallen, es ist immer richtig. Ja. Das ist ganz okay so. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gute alte bayerische Tradition. Man sündigt, geht in die Kirche, dann geht man zum Ablasshandel oder zur Beichte und geht dann anschließend wieder in den Puff. Und so geht das Ganze wieder kreisförmig weiter. Ja. Oder man macht es. Ja, ist okay. Ja, ist völlig in Ordnung. Das ist oder man macht es wie Uli Hoeneß. Ja. Oder man macht es wie Uli Hoeneß, stellt sich vor seine Fans, weint, die Fans weinen mit. Ja. Und dann ist alles vergeben. Aber so, was hat er alles verloren, nicht? Hat 100 Millionen Euro verloren. Schauen Sie sich das doch mal, an. Ja. Das ist ja eine interessante Frage. In Bayern gelten, soweit ich informiert bin, dieselben Gesetze bei den Straftatbeständen wie in der Bundesrepublik. Das ist richtig, oder? Herr Scharner, ja, das kann man, glaube ich, sagen. Daneben gibt es aber eine Stammesgesetzgebung. Und ja, diese Stammesgesetzgebung, die hat ihre eigenen Regeln. Und im Hoheitsbereich von Bayern München werden diese Stammesregeln besonders intensiv durchgesetzt. Zum Beispiel beim Umgang mit einem Steuersünder. Steuerbetrüger. Hat ich sage Steuersünder. Ja. Es ist, wenn ist er ein vorbildlicher Steuerbetrüger, wenn man nämlich sieht... Er ist noch nicht verurteilt. Genossin, wie kommt, ja, wo kommt das jetzt her? Naja, in der SPD? Nein, ich wollte Sie beleidigen. Was wäre die Beleidigung? Ein Genoss ist was Gutes. Das ist, ja, können wir jetzt? Nur nicht genießbar, ja, aber sonst was Gutes. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Gucken wir uns mal an, wie in der öffentlichen Meinung geurteilt wird, bevor es der Prozess da ist. Herr Lauterbach, ein Steuersünder, der die Allgemeinheit um Millionen betrogen hat, nach eigenen Angaben, 3,2 sind es wohl, er wird trotzdem gefeiert. Werden Sie da wütend oder ein bisschen neidisch auch auf das, was die Bayern da hinkriegen? Ehrlich gesagt, da wäre ich ein bisschen traurig, denn das sind ja die gleichen Leute, die jetzt weinen, die auch betrogen worden sind. Die Steuern, also die fehlen ja zum Beispiel den Leuten, die dort mit geweint haben, für die Kitas der eigenen Kinder, für die eigenen Schulen. Im Prinzip weinen diejenigen, die betrogen wurden, mit dem Betrüger gemeinsam. Das ist einfach traurig, dass die Leute nicht sehen, dass das einfach kein Kavaliersdelikt ist. Ich bin selbst... Ich bin selbst also ein Fußballfan, muss man sagen. Ich habe also in der Jugend viel Fußball gespielt. Was ist Ihr Verein? Dortmund natürlich, aber in meinem Wahlkreis sind natürlich auch noch Leverkusen und Köln, auch erstklassige Mannschaften. Das war knapp, Herr Lauterbach, das war sehr knapp. Ich wollte gerade sagen, noch gerade die Kurve bekommen. Ich war eine Sekunde unkonzentriert, ja. Ich bin selbst auch Fußballfan, das ist gar keine Frage, aber trotzdem ist es so, also die Art und Weise, wie das Ganze verharmlost wird, hier geht es ja um riesige Summen, das halte ich für sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube, da wären wir alle gut bedient. Übrigens der FC Bayern zuerst, wenn er sagen würde, das ist dann auch für uns maßgeblich. Auch wir stehen nicht
über dem Gesetz. Wir sind hier nicht, die Zeit von Helmut Kohl ist ja Gott sei Dank zu Ende, dass man sagen konnte, für mich geht das Gesetz nicht. Von daher, oder Strauß. Ja, oder Strauß zum Beispiel. Die Zeit von Strauß und Kohl ist in dem Belang zu Ende. Daher, der FC Bayern sollte sagen, das tut uns leid. Großartiger Manager, das kann man so nicht verstehen. Wissen Sie, das ist diese Goldgräber- oder vermeintliche Goldgräbermentalität, dass man meint, immer wieder mit dem gleichen Schnee, der 100-mal widerlegt ist, heute noch eine SPD-Stimme zu machen, ist für einen Koalitionspartner eh ungewöhnlich. Aber zu Hoeneß möchte ich. Sind wir nicht in der Koalition? Aber Kollege, potenziell. Zum Hoeneß möchte ich möchte etwas zu Hoeneß sagen. Steuerunterziehung ist ein Delikt, muss verfolgt werden, wird verfolgt. Noch ist hat der Prozess nicht stattgefunden. Aber eines möchte ich auch zur Causa Hoeneß sagen. Wenn ich die Zahlen, die man so in den Zeitungen liest, haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren sich in Deutschland 20.000 und mehr Menschen wegen Steuerhinterziehung nach Möglichkeiten des Gesetzes selbst angezeigt. Nehmen wir die Zahl 20.000, dann sage ich, 19.999 haben sich angezeigt, ohne dass ihr Name in die Öffentlichkeit gekommen ist. Einer der 20.000, der Hoeneß, hat sich angezeigt. Sein Name ist in der Öffentlichkeit. Wie immer der Prozess ausgeht, er hat bereits schon dadurch ein Riesiges erfahren. Das ist die andere Seite. Ich entschuldige ihn nicht, ich verteidige ihn nicht. Ich weise nur auf einen auch rechtsstaatswidrigen Zustand hin, dass jemand, der vom Gesetz Gebrauch macht, hingeht und sich anzeigt, dass er seinen Namen dann in allen Medien findet. Habe ich verstanden? Das war der Verstand. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Hat Ihnen das gefallen, wie Bayern München Menschen, die Lauterbach hat auf den Punkt gebracht, selbst betrogen worden sind? Das ist eine menschliche Reaktion eines Vereins, der inzwischen, es ist mir unfassbar, ich glaube bundesweit 330.000 Mitglieder hat. Der hat in Hamburg, glaube ich, allein 6.000 oder 7.000 Mitglieder, der FC Bayern. Dass der sich von der Emotion hinreißen lässt. Ich glaube nicht einmal, dass es geschauspielert war, sondern dass der wirklich überwältigt war. Aber das ist Intramuros, das findet beim FC Bayern statt. Und das, was vor Gericht stattfindet, hat mit für die, die nur das kleine Latinum haben, Intramuros. Bitte? Übersetzung für die, die das kleine Latinum haben. In der Familie. Ja. Das ist toll, weil Sie haben das Latein noch so in der Sprache drin. Man hält halt, der FC Bayern sagt, das ist der unseren Verein groß gemacht, wie keinen. Der Kollege Broder hat ja gesagt, wie weltweit der FC Bayern präsent ist. Und den Leuten tut es weh, dass sie den Mann damit verbunden sehen, der jetzt wegen einer in der Tat nicht akzeptablen Straftat, wenn er denn verurteilt wird, dasteht. Herr Lindner? Ja, also es ist in der Tat kein Kavaliersdelikt und es schädigt das Gemeinwohl. Man kann finden, dass die Steuern zu hoch sind, aber das, was im Gesetz steht, das hat jeder zu zahlen, egal ob es ein großer oder kleiner Betrag ist. Und völlig richtig. Herr Hoeneß muss sich dafür verantworten, hat sich selber angezeigt, es wird Gerichte geben, die dann auch Recht sprechen und dann eine Strafe zu zahlen haben. Aber ein Punkt ist mir wichtig. Kurz. Unabhängig von Hoeneß und anderen. Wir müssen auch aufpassen, dass in unserer Gesellschaft Menschen, die Fehler machen, und sich für die Fehler verantworten, dass die nicht vollständig als Persönlichkeiten vernichtet werden, dass dann so ein mediales Urteil über sie geht. Sie haben, Herr Lauterbach, das ein bisschen bei Per Steinbrück erlebt, wo es dann keine Chance gibt, einigermaßen respektabel rauszukommen. In so einer Gesellschaft, die Pranger aufstellt, möchte ich nicht leben. Danke für das Schlusswort, Herr Lauterbach. Er hat sich gerade das Schlusswort geholt, Herr Broder. Danke. Ich habe unseren Zuschauern was versprochen und ich glaube, dass sie ihren Spaß auch daran haben werden. Es ging darum, aus drei Klopfern den O-Ton des Jahres 2013. Herr Lauterbach ahnt schon, was jetzt kommen wird. Andrea Nahles singt im Bundestag, hat bis zum Beginn der Sendung mit weitem Abstand geführt und ist jetzt nur auf Platz 2 gelandet. Wir werden es nicht spielen. Gott sei Dank. Sie brauchen sie nicht verteidigen. Sie können einfach sich zurücklehnen. Ich möchte Ihnen einfach, weil er zu schön ist, den Platz 3 zeigen, bevor dann Platz 1 kommt. Platz 3 ist Ramsauer, unser Verkehrsminister. Er ist verwandt mit Sandra Bullock. Und das ist eine berühmte Schauspielerin. Freuen Sie sich mal drauf, wie er das erklärt. Also eigentlich ist das ganz, ganz einfach. Weil die Mütter von meiner Frau
und die Mutter von der Sandra Schwestern sind, beziehungsweise war, weil die Tante, also von meiner Frau und die Mutter von der Sandra schon verstorben ist. Aber die beiden sind ganz normale Cousinen. Das war Platz 3. Und Platz 1, er hat sich von ganz hinten nach vorne gerollt, mit 63% ist, und das müssen Sie jetzt und können es noch mal genießen, Herr Lindner, Rainer Brüderle, ein Wahlkampfaufruf eines ehemaligen FDP-Parteivorsitzenden Ihres Vorgängers. Er hat sich während der Sendung nach vorne gerobbt, 63%, der O-Ton des Jahres. Klarheit, weiter Fortschritt, Wohlstand für alle, weg mit der Geisterstunde, auf in den Kampf, wir werden es schaffen, wenn alles es schafft, sind wir es. Auf den Kampfanzug, jeden Tag, jede Stunde nutzen. Wir haben noch 4 Monate. Das kann ein tolles Wahlergebnis werden. Für Deutschland, für Europa. Auf! So war's. Und in der Begeisterung habe ich ihn schon zum Parteivorsitzenden gemacht. Er war der Fraktionsvorsitzende. Das ist sehr gemein, muss ich sagen. Das waren unsere Zuschauer. Da kann ich mich ausnahmsweise mal hinter verstecken. Das war er selbst. Hallo, wer so dumm auftritt? Also jetzt hört doch mal auf. Hört doch mal auf, ist das Schlusswort von Christian Lindner. Das tun wir jetzt auch. Wir haben über Aufsteiger und Absteiger geredet. Und jetzt kommt ein Zusteiger. Er ist in diesem Jahr bei den Tagesthemen zugestiegen. Thomas Roth, was ist Ihr Tagesthema heute? Frank Blasberg, wir schauen natürlich nach Kiew. In der Ukraine geht die Regierung jetzt gegen Oppositionelle vor. Die Polizei hat die Demonstranten heute Abend eingekesselt und den Sitz der Timoschenko-Partei gestürmt. Also mehr über den ukrainischen Machtkampf, der sich zuspitzt, gleich hier in den Tagesthemen. Mit Thomas Roth. Vielen Dank. Danke, Sie waren uns ein wunderbares Publikum. Danke an diese ernste und humorvolle Runde. Machen Sie es gut. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Faktencheck morgen, hartaberfair.de. Vielen Dank. Tschüss. Herr Scharnagel.